Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Marian Moschen und in diesem Video backe ich mit euch dieses Roggen-Sauerteigbrot. Wir backen also heute ein Roggen-Sauerteigbrot und für mich ist das immer der Inbegriff eines Sauerteigbrotes. Also wenn man sagt, ein Sauerteigbrot backen, ist es einfach für mich ein reines Roggenbrot. Ich backe das so, dass ich in den Sauerteig selbst schon einiges an Vollkornmehl reinbringe. Und dadurch haben wir auch nochmal so ein bisschen mehr Gehalt und es ist nochmal ein bisschen satter und so ein bisschen nussiger und ich mag das eigentlich sehr, sehr gern. Wichtig bei einem Roggensauerteigbrot ist, dass wir eine richtig große Menge Sauerteig brauchen. Man sagt da, dass ein großer Teil der Mehlmenge versäuert wird. Das sorgt dann auch später für diesen feinen aromatischen Geschmack, den einfach nur der Sauerteig hinbringt. Ganz wichtig ist, der Sauerteig ist nicht aus dem Kühlschrank. Der ist schon zweimal gefüttert. Ich habe den gestern in der Früh gefüttert, gestern am Abend gefüttert und jetzt quasi ist er zweimal gefüttert. Und die dritte Fütterung ist quasi die Fütterung, durch die ich den Sauerteig auf die Menge bringe, die ich brauche. Also wir brauchen in dem Fall, habe ich da 210 Gramm aktiven, also schon zweimal gefütterten Sauerteig. Dann habe ich da 150 Gramm Roggenmehl 960 und 120 Gramm Roggenvollkornmehl, das ich immer frisch mahle, weil dann auch der Keimling drinnen ist und das Ganze einfach frischer und hochwertiger ist mit mehr Mineralien und Vitaminen. Und zusätzlich habe ich hier noch warmes Wasser, 360 Gramm. Jetzt kommt alles zusammen einfach in eine Schüssel. Das ist unser warmes Wasser. Das ist unser aktiver Sauerteig. So, zweimal gefüttert. Dann kommt unser Vollkornmehl dazu und zuletzt noch unser Roggen 960. Und das Ganze verrühre ich jetzt einfach. Ich schaue dann immer, dass sich der Sauerteig wirklich gut im Wasser auflöst. Fangen dann so mit kleinen Kreisen an und am Ende dann quasi schnappe ich mir das ganze Mehl und versuche möglichst ohne Klumpen das Ganze zu verrühren. Man sieht schon, das wird dann wirklich zu einer schönen Paste. So. Gut. So. So sieht das Ganze jetzt schon aus. Und das lassen wir jetzt für 3 bis 4 Stunden bei Raumtemperatur stehen. Wenn ihr wollt, dass der Sauerteig an dieser Stelle noch milder wird, dann müsst ihr schauen, dass ihr ihn warm lagert. Das heißt, bei 27 bis 30 Grad könnt ihr dem nochmal Säure entnehmen und dann wird er nochmal milder. Ich lasse ihn immer bei Raumtemperatur, dann spürt man so ein bisschen eine leichte Säure und ich denke, dass das bei einem Roggensauerteigbrot auch sein darf. So, den stellen wir also für 3 bis 4 Stunden auf die Seite. Ich habe das Ganze jetzt schon mal vorbereitet, damit wir nicht zu lange warten müssen, weil ihr wollt wahrscheinlich nicht 3 bis 4 Stunden jetzt da vor diesem Bildschirm sitzen. Deswegen stelle ich mir das jetzt beiseite und hole mal den schon bereits vorbereiteten Sauerteig. In unserem ersten Schritt haben wir einfach den Sauerteig angefüttert. Roggenmehl, Wasser, fertig. Und jetzt habe ich quasi hier noch die Hauptzutaten für den Teig. Da ist nochmal Roggenmehl 960, etwas Pflanzenöl, ganz normales, bei mir ist es ein Rapsöl, dann Salz, 25 Gramm, das ist relativ viel, aber es ist auch eine große Menge Teig. Dann habe ich hier ein Brotgewürz und nochmal 190 Gramm warmes Wasser. Ganz wichtig, immer warmes Wasser nehmen, das habe ich zuerst schon erklärt, Roggen mag es gern warm, dann wird er nochmal milder und das Ganze wird noch besser. Ich zeige euch nochmal den Sauerteig, wie der aussehen sollte. Das ist jetzt ein Sauerteig, der ist in 24 Stunden ist er dreimal gefüttert worden. Und man sieht dann schon, der hat wirklich, ist durchzogen vom Bläschen, hat ganz, ganz, ganz viel Trieb. Und leider kann man es durch die Kamera nicht riechen. Er riecht einfach nicht sauer. Denn genau so sollte ein Sauerteig sein. Ein wirklich gut gefütterter Sauerteig hat kaum noch Säure, sondern der ist relativ neutral. Gut. Wir geben also unser warmes Wasser rein, wir geben unser Öl rein, dann unser Salz, dann gebe ich das Mehl dazu und zum Schluss
den gesamten Sauerteig, den wir angefüttert haben, und da sieht man schon, das ist eigentlich gleich viel Sauerteig, wie wir sonst an restlichen Zutaten drinnen haben. Also eine sehr, sehr große Menge des Mehles ist hier versäuert. Aber genau das macht dann dieses besondere Aroma und den wirklich tollen Geschmack vom Sauerteig aus. So. Jetzt ganz wichtig noch eine Info. Dieses bisschen Sauerteig, also einfach was da übrig bleibt, das reichen 5-10 Gramm. Dieser Sauerteig ist der, den wir für das nächste Mal backen wieder verwenden. Das heißt, der kommt in meine Schüssel, den füttere ich dann nochmal mit Mehl und Wasser an und dann kann ich ihn einfach wieder für bis zu 2-3 Wochen in den Kühlschrank stellen. Beim nächsten Mal wird er wieder aktiviert und ich kann damit backen. Ganz wichtig, nie alles weggeben, sondern von diesem superaktiven, dreimal gefütterten Sauerteig ein bisschen abnehmen. Okay, so. Jetzt gehen wir beiseite und jetzt ist eines noch, was ganz wichtig ist, dass man das bei Roggenteigen weiß. Roggenteige sind fast ohne Gluten. Das heißt, die kriegen nie eine feste Struktur. Das ist nicht wie ein Weizenbrot, das sich formen kann. Roggen bleibt dann immer so ein bisschen wie Lehm, wie Matsch. Dadurch kann ich das Ganze auch nicht so lange kneten, bis das quasi zusammenhält wie ein Teig. In dem Fall spricht man bei Roggenteigen einfach von Mischen. Mischen bedeutet dann einfach, alle Zutaten sauber durchmengen und das war's. Ich lasse das jetzt ungefähr 6-8 Minuten auf langsamer Stufe vermischen und dann geht's weiter. So. Wir haben jetzt das Roggensauerteigbrot bzw. den Teig dafür, haben wir jetzt ca. 20 Minuten reifen lassen. Das Ganze ist jetzt nochmal ein bisschen verquollen, das Ganze ist jetzt, man sieht es einfach, dass es nochmal etwas mehr Wasser aufgenommen hat, das Mehl, und so lässt sich jetzt eigentlich optimal formen. Wir brauchen, um unseren Roggenteig gehen zu lassen, brauchen wir solche Gärkörbe. Normalerweise sind es einfach solche Holzgärkörbchen, die man ausmehlt. Ich mag die einfach nicht, weil in diesen Rillen drinnen immer ganz viel Mehl drinnen ist und in Verbindung mit der Feuchtigkeit vom Teig hat man dann später zwar optisch schöne Rillen, aber auch überall dieses dicke Mehl. Deswegen verwende ich immer welche mit Leineninlay. Ich nehme ein bisschen Mehl, viel braucht es nicht, bestäube mir meine Gärkörbchen. So. Dann kommen die vorerst mal beiseite. Und jetzt ist wichtig, Roggenteige lassen sich nicht formen. Die haben einfach kaum Gluten, das heißt, die sind wirklich wie Matsch oder Lehm. Deswegen muss man schauen, dass man so wenig wie möglich quasi damit in Berührung kommt, weil die einfach sofort die Hände verkleben. Jetzt mache ich das immer so. Noch in der Schüssel forme ich mir das quasi zu einem Haufen zusammen. Klingt immer ein bisschen komisch, aber ich mache das wirklich so, also dass ich quasi wie eine Art Brotlaib schon zuvor habe. So. Ich glaube, wir machen einen großen. Statt zwei kleine, weil dann ist es leichter zum Zeigen für euch. So. Und der Teig kommt jetzt einfach als ein Haufen in die Mitte. So. Einfach, man sieht einfach schon, wie lehmig der Teig ist. Der ist einfach nicht formbar. Jetzt schaue, dass ich alles erwischt, dass wir nichts verschwenden. So. Gut. Also, wir machen einen großen Brotleib, haben wir gesagt. Und jetzt ist Folgendes. Damit ich einfach einen runden Leib bekomme, schaue ich einfach, dass ich das Mehl vom Rand mitnehme. Und ich ziehe mir das Mehl so zum Rand drauf. Von allen Seiten ziehe ich mir einfach das Ganze rauf und man sieht dann, da ist schon überall Mehl, dann klebt auch nichts. Und das mache ich einmal von allen Seiten. Ich glaube, das sieht man ganz gut. So. Hopp. Dann, wenn man da oben kein Mehl hat, einfach ein bisschen draufstäuben, nicht zu viel. So. Und ganz wichtig, dass man auch kein Mehl einarbeitet. Und jetzt mit bemehlten Händen einfach grob einen runden Leib formen. Das war's. So lässt sich das eigentlich meiner Meinung nach am besten formen. So. Und diesen Leib
lege ich jetzt einfach so wie er ist, hier rein in meinen Gärkorb. Nicht zu viel Mehl, nicht zu wenig, so ist es eigentlich immer optimal. Gut, jetzt haben wir da unseren Teig noch gleichmäßig und glatt. Und jetzt lassen wir ihn aufgehen, also wir lassen ihn quasi ein Volumen gewinnen. Und da gibt es einen einfachen Trick und ich finde, der funktioniert immer. Denn die einzige Schwierigkeit dabei, Roggenbrote zu backen ohne Weizen, reine Roggenbrote, ist, den richtigen Garpunkt zu finden, wann ich das Brot in den Ofen schiebe und backe. Und zwar, zuerst kriegt er Risse durch die Volumenzunahme und dann fängt er an der Oberfläche Bläschen zu bilden. Und sobald die ganze Oberfläche mit Bläschen übersät ist, dann ist wirklich das Volumen schon richtig deutlich mehr, ist der Zeitpunkt da, um das Brot zu backen. Das funktioniert bei mir immer, das hat auch bei meinen Workshop-Teilnehmern und Teilnehmerinnen immer funktioniert. Also, wir lassen ihn einfach reifen, mal mindestens eine halbe Stunde, je nachdem wie triebstark euer Sauerteig ist, bis eine Stunde, kann auch mal eineinhalb dauern, wenn es draußen relativ kühl ist und es ist dann auch in der Wohnung relativ kühl. Und sobald er übersät ist vom Bläschen, das schauen wir uns dann an, backen wir ihn. In der Zwischenzeit, ganz wichtig, den Backofen auf 250 Grad Celsius Ober-Unterhitze vorheizen mit einem Backstab. So, bei mir hat es jetzt ungefähr 45 Minuten gedauert und das Volumen von unserem Roggen-Sauerteigbrot ist wirklich deutlich mehr geworden. Und wenn man dann näher hinschaut, dann sieht man auch, dass da nicht nur viele Risse drinnen sind, sondern wenn man ganz nah hingeht, sieht man auch, dass da überall Bläschen drinnen sind. Und diese Bläschen zeigen mir, dass das wirklich jetzt richtig schön luftig ist. Also sieht man diese Bläschen, wenn man sie da sieht, und da ist ein Bläschen, überall diese Bläschen, dann weiß man, jetzt ist mein Roggen-Sauerteigbrot reif, damit wir es in den Ofen schieben können und backen. Ganz, ganz wichtig, das Roggensauerteig einfach nie zu früh in den Ofen schieben, weil der Hauptfehler, der euch dann passieren kann, ist, dass sich quasi die komplette Unterseite des Brotes ablöst. Das sieht dann aus wie ein UFO. In der Mitte ist ein riesiger Riss. Sollte euch das mal passieren und das Brot dann auch ein bisschen speckig sein, dann wisst ihr, dass ihr zwei Fehler gemacht habt. Das erste ist, ihr habt den Sauerteig vorher nicht ausreichend aktiviert. Das heißt, zweimal füttern und dann auf die Menge, die wir brauchen, also insgesamt drei Fütterungen. Und der zweite Fehler, zu kurz reifen lassen. Also unbedingt schauen, dass der Teig diese Bläschen hat und dann können wir es in den Ofen tun. Ich backe immer auf einem Backstein oder auf so einem Pizzastein Schamott mit Schwaden. Wenn ihr mehr über Schwaden wissen wollt, das verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Der Schwaden ist der Dampf beim Backen. Dann nehme ich mir mein Backpapier und dann kippen wir uns das Brot einfach auf dieses Backpapier drauf. So, hopp. So, das war's. Und dann kommt unser Brot jetzt in den Backofen. Ich habe den Backstein auf 250 Grad Celsius vorgeheizt. Circa eine halbe Stunde, dass der auch wirklich die Temperatur hat, weil unsere Unterhitze gerade beim Roggensauerteigbrot ganz, ganz wichtig ist. Und hier habe ich ein kleines Gefäß mit Wasser. Unten drinnen in meinem Backofen ist ein Backblech, das ist auch mit vorgeheizt und in dieses Backblech gieße ich einfach mein Wasser, das verdampft sofort, dann habe ich den Schwaden, den ich brauche, damit mein Brot richtig schön aufgehen kann und dann auch eine tolle Kruste bekommt. Und das war's auch schon. Das machen wir jetzt gleich. Unser Backstein ist vorgeheizt. Ich ziehe mir jetzt den einfach raus. Und das kann man alles ganz mit Ruhe machen. Dadurch, dass der Pizzastein die Hitze nicht so schnell verliert, haben wir ganz leicht Zeit. Jetzt kommt unser Brot da rein. Dann schiebe ich das Ganze wieder in den Ofen. So. Und dann kommt da mein Wasser rein. Das verdampft sofort. Wir schließen den Ofen und so wie das jetzt hier drinnen im Ofen ist, stellen wir uns das Ganze circa auf 10 Minuten ein und nach 10 Minuten kommt dann der Schwaden wieder raus. Gut, 10 Minuten sind um. Jetzt öffne den Ofen
und reduziere die Temperatur auf ca. 200 Grad bei Rucken. Jetzt mache ich auf und lasse den ganzen Schwaden, also unseren Dampf, erstmal ab. Ab jetzt ist das Brot quasi bereit, dass es eine richtig schöne Kruste bildet. Ihr wartet immer da oben, bis der ganze Dampf weg ist. Dann weiß man auch, dass wirklich alles heraus ist. Dann schließen wir wieder die Türe. Und bei unseren 200 Grad backe ich jetzt das Brot nochmal knapp 50 Minuten aus. Das heißt, wir haben 10 Minuten bei 250 Grad und dann nochmal 50 Minuten bei 200 Grad. Das braucht bei Roggen einfach so lang. Insgesamt würde ich niemals kürzer backen als 60 Minuten. Und wenn euch das Brot zu dunkel wird, dann einfach die Temperatur nochmal um 10 Grad reduzieren. Dann wird es perfekt. Das ist es also, unser Roggen-Sauerteigbrot. Super knusprig, tolle Kruste, innen extra saftig. Einfach perfekt. Für mich ist es wirklich der Inbegriff eines Sauerteigbrotes. Ich liebe den Geschmack, egal ob mit süßer Marmelade oder mit Speck oder Wurst, ganz egal, ich mag es auch zu einer Suppe. Für mich geht's nicht ohne Roggen-Sauerteigbrot. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Nicht vergessen, Kanal abonnieren und Like da lassen, wenn euch alles gefallen hat. Bei Fragen einfach in den Kommentaren schreiben. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal.